nervt diese Stille. Peinliche Stille, wenn sich niemand was zu sagen hat. Wenn man müde ist, aber nicht schlafen kann. Lügen. Heuchler. Falsche Freunde. Busfahrer, die kein Bus fahren können. Bahnfahrer, die keine Bahn fahren können. Bahn, die nicht kommen. Sonntage. Männer. Frauen. Jungs. Mädchen. Kein Wasser um 3 Uhr nachts. Sich den Zeh stoßen. Spontane Absagen. Wenn das Publikum erwartet, dass man irgendwas Lustiges sagt. Den gleichen Weg, wie man sich schon Tschüss gesagt hat. Wenn man viele Leute einlädt, aber niemand kommt. Der Moment, wenn man nachts aufwacht, weil die Decke falsch liegt, aber man zu müde ist, um sich richtig hinzulegen. Wer das Kaugummi zwischen deiner Zahnspange hängt bleibt. Konzerne, die daran verdienen, dass Menschen sterben. Wenn dein Eis auf den Boden fällt. Wenn man versucht, einen Witz zu machen und einfach alles stößt. Wenn man vor seinen Freunden umfällt. Menschen, die denken, sie werden etwas Besseres. Der erste Schultag nach dem Sommerferien. Leute, die manchmal Nazis. Wenn ich die ganze Zeit mein Handy lade und im letzten Moment merke, dass der Stecker nicht eingesteckt war. Nächte lang nicht schlafen können. Stille. Stundenlang rumstehen. Sport. Warten. Nichts machen. Langeweile. Das Gefühl, wenn man keiner zuhört. Alleine sein. Gerüchte. Lügen. Fußball. Denn wenn beim Fußball dein Lieblingsteam eine 7-0-Klatsche bekommt, dann kann man nur drüber meckern. Freunde. Ich mache Freitage. Familie. Leute, die einem Herzen liegen. Sommergewitter. Frühwellen. Erste Sonnenstrahlen im Frühling. Sommerabende. Musik. Hinsetzen nach stundenlang stehen. Moritz. Hä? Ich dachte Leo. Ja, der auch. Zusammenhalt. Teamwork. Instrumente. Mit Freunden sich fertig machen. Mit seinen Freunden alt werden und den Sonnenuntergang beobachten. Lachen. Mit seiner Gruppe Musik hören und sich dabei fertig machen für ihren Auftritt. Zusammen mit Freunden Liebesmaschinen. Aufregung. Lieblingsoutfits. Wenn die Bahn pünktlich kommt. Döner für 3,80 Euro. Zuschauer, die Spaß am Zusehen haben. Volles Publikum. Witze, die eigentlich gar nicht lustig sind. Der erste Gretchentag. Umarmung. Komplimente bekommen. Komplimente geben. Lautere Musik. Ausschlafen. Musik mit Kopfhörern hören. Spaß, wenn man nach einem langen Tag endlich ins Wasser springt. Stolz auf sich selber sein. Wenn man nicht auf euch nicht zu verstehen.
Es war in meinem Planet, mitten in einem gigantischen großen Sonnensystem. Von außen betrachtet, erstrahlte er mit wunderschönen, strahlenden Farben. In irgendeiner weit entfernten Ecke dieses Planeten erwachte ein kleines Inferno. Es gehte lang und ausgiebig, sah sich um und streckte vorsichtig seine Flügel aus. Niemand war in der Nähe. Niemand sagte etwas. Er steckte seine Finger an und hielt sie vorsichtig in den Wind. Scheiß Klima. Super. Überall verrostete Ölfässer. Überall ehrlicher Plastikmüll. Lecker. Es holte tief Luft und erzeugte ein kleines lokales Erdbeben. Nur so, als Test. Perfekt. Und immer noch kein Hallo? Kein Husch zurück in deine Flasche? Oder Nein, stopp, halt! Nichts. Mega dafür, dass ich gerne. Ich breite mich hier einfach ganz in Ruhe aus und schaue mal, was so passiert. Kein Stress. Es ist ein langer Weg bis zur Apokalypse. Wie es aussieht, können wir das hier ganz softe Welle angehen lassen. Nur den Gedanken, dass es seine Lackschuhe und seine Badehose vergessen hatte, fand es komisch. Repariert ihren E-Scooter. Bei ihr ist ihr Navi, ihr menschlich gewordenes Navigationssystem. Wir müssen gleich los die Superheldinnen abholen. Die machen doch sowieso nichts. Sie sehen vielleicht keinen Sinn mehr in dem Superhelden-Dasein. Sie wissen nicht mehr, warum sie Superheldinnen sein sollen. Wofür sich das lohnt. Aber das sind doch Superheldinnen. Unbesiegbar, allwissend. Wenn sich das nicht lohnt, weiß ich auch nicht. Weißt du, wofür es sich zu leben lohnt? Für selbstfahrende Autos. Und du? Für Puffel. Puffel? Ja, Puffel ist einfach einzigartig. Jeder hat Puffel. Jeder kennt Puffel. Puffel ist einfach atemberaubend und wunderschön. Verschlagen, weil ich mich vom geraden Weg abgewandt. Ein Gedicht? Echt jetzt? Oh nein, Entschuldigung. Das war Inferno, der Beginn einer der größten Dichtungen, welche die Erde je gesehen hat. Dantes Inferno, der erste Teil der göttlichen Komödie. Wer ist das? Die Erzählerin. Eine Geschichte.
unsere Geschichte. Na, Tante Inferno halt. Haha, sehr witzig. Ja, schon. Okay, mach's gut, Tante Inferno. Also, was ist eine Aquamypse? Weltuntergang. Weltuntergang? Ja, Weltuntergang. Das ist nicht schön. Nee, ist es nicht. Wenn man es genauer übersetzt, könnte man auch sagen Enthüllung oder Offenbarung. Aber eigentlich Weltuntergang. Du solltest Lehrerin werden. Du nervst. Halt mal die Klappe. Denkst du, sie werden dir noch helfen mit deinen Helden? Ja, ich hoffe. Ellie und ihr Navi kommen bei einer aufgeregten Schar besonderer Wesen an, die sich als menschgewordene Fähigkeiten und Superheldinnen herausstellen. Unbesiegbaren Paula Maas. Hi,
Ihr kennt mich ja noch vom letzten Mal. Was soll ich sagen? Ich bin Paula. Wie Paula macht bei dir Menschen Wünsche Wirklichkeit? Ja, ich bin mir da in letzter Zeit nicht so wirklich sicher, ob das alles noch Sinn ergibt. Ich denke darüber nach, das Wunschmuseum zu schließen. Was? Wieso? Bist du verrückt? Wofür denn? Für wen? Die Wünsche sind einfach nur... Ja, was denn? Naja, der Witz ist der, dass die Wünsche der Menschen von hier dazu führen, dass immer mehr Plastik in den Meeren rumschwimmt. Der Regenwald abgeholzt wird, überall Dürre und Hunger ausbricht. All die Wünsche hier drehen sich nur um Entspannung oder Haben. Aber das hat irgendwo auf der Welt immer seinen Preis. Warum definiert sich die Menschen, deren Hilfe wirklich gebraucht wird? Ja, nein. Ach, das ist alles so anstrengend. Warum muss ich die Welt retten? Das kann doch jemand machen, der Bock drauf hat. Wieso ich? Weil du es kannst. Ja, nein. Ach, lass mich in Ruhe. Was soll ich allein schon tun? Wenn alle das sagen, geschieht, was sagst du dazu? Was wäre ich? Ja, du. Ja, hi. Also, was soll ich sagen? Ich bin die Geschichte, die Erzählerin. Ich erzähle die Geschichte heute. Und momentan sind wir an der Stelle angekommen, wo alle Konflikte der Geschichte benannt sind und man sich eigentlich überlegen müsste, wie man die Probleme lösen kann. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Hä? Von den Gestalten zu zeugen, die einst sich verwandeln in neue Körper, so treibt mich der Geist. Wow. Ja, naja, ich könnte auch sagen, ich habe keine Lust mehr, weil mir hier niemand zuhört. Aber die Geschichte ist nun mal die Geschichte und sie erzählt sich immer weiter. Last but not least, Ava. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt gar keinen Plan, warum ich noch hier bin. Mein Wunsch war es, aus einem verzweifelten Vögelchen ein glücklich grinsendes Gänseblümchen zu machen. Oh, wie schön, Ava. Du bist so schön. Ja, schön. Das glückliche Gänseblümchen hat sich das Genick gebrochen, das verzweifelte Vögelchen ist verreckt. Aber warum? Pass auf, ich zeig dir mal was. Kommen wir zurück zu Ellie und den blühenden Fähigkeiten. Hi, wer seid ihr und was könnt ihr? Also ich kann fliegen. Ich kann mich teleportieren. Ich kann fliegen. Ich kann mich in Dinge verwandeln. Ich kann mich in Roboter verwandeln. Ich kann alles in Eis verwandeln. Alles, was ich male, wird wahr. Ich turne. Ich kann alle Wünsche erfüllen. Ich kann fliegen. Ich bin stark. Ich kann fliegen. Alles klar. Und könnt ihr euch selber anwenden? Also ohne die, ohne
Ja, Superheldinnen? Keine Ahnung, sie haben Fähigkeiten. Wir haben noch nie ohne Superheldinnen ausprobiert. Meinst du, geht so? Ihr könnt jetzt einmal etwas üben und in der Zwischenzeit rede ich mit denen. Ja, sag ihnen, wir sind weg. Wenn sie unser Potenzial nicht erkennen, lass sie doch verschwinden. Selber schuld! Okay, sag ich ihnen. Währenddessen entfaltet sich unser Inferno unbemerkt zu einer ausgemachten Katastrophe. Es hat bereits ein größeres Gebiet mit sich selbst überzogen und ist glücklich. Niemand beschwert sich. Es reiht sich ein in eine lange Schlange von Nachrichten über Kriege, Erdbeben, Epidemien, Hungersnöte, Bankkrisen und. Abgefahren, denkt es sich. Niemandem fällt hier etwas auf. Was wird Apokalypse freundlich erwarten? Tsunamis!
Wahrnehmungsveränderung! Erdbeben! Stopp, nein, Mann. Ich hab die ganze Zeit, ich denke die ganze Zeit daran, dass ich meine Badehose vergessen habe. Stimmt. Und ich meine Lackschuhe. Seltsam. Allein der Gedanke daran ist komisch. Jetzt brauchen wir noch eine Badehose. Wir sind gerade dabei, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Und ich denke darüber nach, dass ich meine Lackschuhe vergessen habe. Wieso? Thank you.
Alles klar. Ihr tut mir leid. Und ich stelle mich jetzt dem Inferno entgegen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Lass es lieber. Du schaffst es nicht. Aber wenn du ohne Sterne willst, viel Spaß. Paula? Ach, das war nicht so anstrengend. Ich habe mich immer bewundert und geliebt. Mach's gut. Durchgezockt die ganze Nacht. Ort! Ah! Gott war. Kleine Kreative. Der Frieden. Die Langeweile. Der öde graue Wochentag. Irgendwie. Hat? Ist das nichts? Wenn ich dann schlafen würde, bin dir und mir. Konzept mit der Peitsgarantie. Maximaler Gewinn. Am Ende. Ein Ende ohne Sinn! Ohne Sinn! Thank you.
Also, ihr macht jetzt erstmal alle eine kleine Kaffeepause. Dann esst und trinkt ihr was, damit ihr gestärkt für den Kampf gegen das Inferno seid. Und danach machen wir konzentriert weiter. Und es ist total egal, wer vorne, hinten, rechts oder links fährt. Wichtig ist, dass ihr zusammenhaltet und das zusammen schafft. Alles klar? Ja! Zwischen unseren Heldinnen und ihren Fähigkeiten. Aber Moment, eine fehlt. Wo ist denn Paula? Paula ist in dem Wunschmuseum, um nachzuschauen, ob es irgendeine Gegenseite zu dem Plan gibt. Hoffentlich findet sie etwas. Wir können sie ja echt gebrauchen. Da kommt das Inferno! Oh, ja, da kommt das Inferno. Hat jetzt gesagt, er hat mit einer 15 umgehauen? Was soll das überhaupt sein, eine
15! Das macht sie immer. Am Ende zieht Paula ihre 15. Dagegen hast du keine Chance. Und was jetzt? Wir machen uns das jetzt mal alle ein bisschen gemütlich. Und dann unterhalten wir uns mit Simon, Manuel und Maya. Simon? Manuel? Ich war im Wunschmuseum. Und die andere Seite vom Inferno sind Simon, Manuel und Maya. Ihre Inferno-Kräfte sind so stark geworden, dass sie selbst nicht mehr ganz wissen, was sie sich wünschen, wofür es sich zum Leben lohnt. By the way, habe ich das auch ein wenig vergessen. Entschuldige, Ellie. Keine Ursache. Aber Simon, Manuel und Maya, vielleicht habt ihr noch andere Wünsche, außer Katastrophen und Chaos. Naja, wir wissen was. Im Moment bestimmen unsere Fähigkeiten unser Sein und nicht unsere Entscheidungen. Zumal wir aber wüssten, wofür oder warum wir uns entscheiden sollten. Gebt der Welt noch eine Chance. Ihr müsst euch einfach dazu entscheiden, damit aufzuhören. Wieso seid ihr in die Ferne gekommen und habt den Bauch gehalten? Es ist kompliziert. Ich glaube, uns war auch nicht wirklich klar, wofür es sich zu leben lohnt. Und jetzt habt ihr es herausgefunden? Oder was? Ja, zum Beispiel unsere Freunde oder so. Familie? Alle Wünsche zu erfüllen? Spielen. Mutter? Freunde? Mama? Essen? Spiele? Schule? Mama? Liebe? Fick! Rete? Schlafen? Mhm. Ah, ich weiß. Klingt alles nicht schlecht, aber... Guckt euch mal diese Welt an, das ist ein einziger Sauladen! Ja, außer euch weiß hier wohl niemand, wofür es sich zu leben lohnt. Doch, ich weiß, wofür es sich zu leben lohnt. Und unsere kleinen Freunde wissen das auch. Nur die verehrten Damen waren da etwas nachlässig. Was sollen wir jetzt tun? Wofür lohnt es sich zu leben? Was ist denn jetzt ausgefunden? Zum Tanzen. Tanzen? Was? Was braucht man denn zum Tanzen, bitte schön? Lackschuhe? Lackschuhe! Oh, und zum Baden braucht man dann... Dafür braucht man doch Badehose. Ja. Ha. Also, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Lohnt sich das dafür, überhaupt zu leben? Manche würden das so sehen. Definitiv. Also. Unbedingt. Ich glaube, ne? Wir verschieben unser Inferno auf nächsten Samstag bei Penny, ne? Puh, das war knapp. Unsere Heldinnen haben gemerkt, sie sind nicht unbesiegbar, wenn sie nicht wissen, wofür es sich zu leben lohnt. Gibt man dem Chaos einen Lebenszweck, ist das Chaos ganz schnell weg. Autsch. Okay, gehen wir baden. Erst gehen wir tanzen.